Joho, Sims 4 Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4 Zeit für Freunde. Wir schauen hier gerade in die Fenster bei unserem Sims. Okay. Unser Mikesh, unser Theo, sitzen da auf dem Bett und quatschen. Thorsten kümmert sich ums Baby. Haben wir sonst noch irgendwas? Wo ist Mio? Mio, Mio, Mio. Mio, bist du irgendwo hier? Oh, ich höre ihn doch. Da, am Computer. Alles klar. Also, unserer Familie scheint es gut zu gehen. Hoffe ich zumindest. Gucken wir doch mal ein bisschen nach. Theo, gut befreundet mit Christina. Das ist gut. Ansonsten kennt er wieder keinen, weil wieder alle Freundschaften auch zu unserem Caprito-Kumpel gelöscht worden sind, weil wir zu lange nicht in dieser Familie waren. Ich finde das immer noch dumb as shit, aber gut. Ich werde mir wohl mal irgendwann alle Freundschaft-Cheatcodes einfach in ein Protokoll schreiben und dann immer das ausläuft mit den Freundschaften, die Freundschaften hochcheaten. Eduard mögen wir anscheinend nicht. Die Liebesbeziehung zwischen Amanda und Mio steht echt nicht gut, aber Amanda hat ja auch. Amanda ist klar, ist She-Mail. Amanda hat ja auch immer hier unseren Rohan ganz schön abgecheckt. Also. Tja, ist ein bisschen schwierig. Ist das hier so eine. Ist das so eine Teenager-Dreiecksgeschichte? Wie geht's den freundschaftlichen. Wir möchten ja, Rohan auch nicht mehr so sehr. Also irgendwie. Ich weiß ja nicht. Bei Chloe habe ich eher das Gefühl, die interessiert sich für sowas gar nicht mehr so richtig. Und, schwierig. Also, da müssen wir mal gucken, wie sich das zwischen all denen entwickelt. Aber Mio muss auf jeden Fall, was machst du gerade? Chatten. Okay, er chattet, das ist doch gut. Muss sich auf jeden Fall um einiges kümmern. Theo geht's nicht so gut. Theo muss erstmal pullern. Ja, Mann, erstmal dringend ein Abseilen. Alles klar, das wollte ich gar nicht so genau wissen. Baby geht's anscheinend gut. Schreit nicht, sag nicht, dass es irgendwie Hunger hat oder sowas. Ah, Thorsten möchte erstmal Mikesh küssen gehen. Mikesh ist inzwischen wieder abgehauen. Wo ist er hin? Mikesh. Mikesh kommt da nach oben. Und Theo denkt sich einfach so, warum machen die das immer in meinem Zimmer? Die ist doch voll scheiße. Das ist gar nicht dein Zimmer, Theo. Das ist das Zimmer fürs Baby später. Ich wohne ja da oben. So, wenn du schlafen willst, dann kannst du dich jetzt auch gleich hier hinlegen. Ah, geil, mit unseren vielen Karten, ein bisschen Sammelkartenfieber und so. Müssen wir Chrissy einladen und dann miteinander spielen. Das kann ich mir voll gut vorstellen. Die ganzen kleinen Dinos, die hier rumliegen. Na, und ihr zwei? Ich meine, ich finde ja diese Wohnung jetzt hier echt geil. Also, es ist schön eingerichtet und das Babyzimmer auch so. Gefällt mir. Ach, Liebling, ich bin so glücklich. Wir haben das perfekte Haus, die perfekte Familie und den perfekten Job, nämlich beide zu Hause quasi. Na gut, du bist nicht immer zu Hause, aber wenn du erstmal wieder die Spitze der Malereifähigkeit erreicht hast. Ja, ja, dann bleibe ich auch wieder zu Hause, versprochen. Richtig, wir sind professioneller Maler und wir sollen ein Gemälde anfertigen. Das können wir vielleicht heute sogar mal machen. Fahren wir dann da nicht. Guck mal, wir haben da schon wieder eins. Das ist ein Landschaftsgemälde und so schön das auch ist, du kannst es kritisch beurteilen, dann Inspiration sammeln und dann an die Kunstgalerie verkaufen, weil das ja auch immer nett ist, sowas zu machen. Kunstgalerie freut sich. Ich weiß nicht, was mehr Geld bringt. Sammler oder Kunstgalerie? Ich schätze mal Sammler. Macht aber gar nicht so viel. Mikesh geht erstmal... nein, du gehst den Fernseher benutzen. Wenn du den Film ansehen willst, dann gehst du dahin. Das sind Theos Hausaufgaben. Alles klar, die liegen da rum. Das kann man machen. Mikesh? Ach, natürlich. Ich gehe natürlich nicht rüber Fernsehen gucken. Ich gehe hier Fernsehen gucken, natürlich. Ich möchte natürlich nicht in meine andere Kind stören. So. Okay, das sieht cool aus. Wir gucken Büffeln und Pauken. Ah. Voll geil. Tag 1. Ach, diese Studentenleben vermisse ich schon. Tag 2. Ah, das war so. Rennt der Nackt durch, voll gut. Das war so mein Lieblings-Add-on irgendwie. Tag 4. Jeder mit jedem. Jeder gegen jeden. Oh mein Gott,
Was man alles machen konnte bei dem Ad. LOL! Was? Ah! Voll gut. Ja, das Addon war so großartig. Warum läuft das Spiel nur bei mir so schlecht? Ich will das wieder spielen. Ach, das war cool. Die Filme sind total cool gemacht. Okay, alles klar. Na, guck mal, Thorsten kommt auch dazu und setzt sich dann. Alter, das Lama und der Garten. Der Miki ist auch gleich so. War der Film gut? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er gut war. Er war ein bisschen durchgeknallt. Die Musik klang aber ganz cool. Ich habe mich mal ums Baby gekümmert. Wollen wir jetzt schlafen gehen? Es ist schon wieder fast ein Moment, Liebling. Ja, ist eine gute Idee. Okay, dann schicken wir die beiden mal in die Kissen. Hier ist das Bett, bitte. Hallo, Spiel. Hallo, danke. Hier sitzen und plaudern. Nee, schlafen. Und schlafen. So, wie sieht's mit Mio aus? Der hat eher Hunger als alles andere. Hör mal auf zu chatten. Geh mal schlafen. Und zum Morgenessen. Es ist ja Samstag, da können die alle ausschlafen. Müssen uns auch nicht um Hausaufgaben kümmern. Theo ist schon fast wieder ausgeschlafen hier. Der rennt dann wahrscheinlich nachts die ganze Zeit durch die Gegend und macht Dinge. Musik. Wieso können wir eigentlich Sachen transformieren? Haben wir irgendwie ein spezielles... Wir haben... Ja, stimmt, wir haben so einen Transformator im Inventar. Kann man dem einen Namen geben? Ding einen Namen geben. Schallschraubenzieher. Schreibt man. Zieher? Schreibt man Schallschraubenzieher mit H? Ich weiß es doch nicht. Ich kann doch nicht. Doch, schreibt man so, ne? Alles klar. Das finde ich gut. Dann hat er jetzt einen Schallschraubenzieher. Sehr geil. Finde ich gut. Hoffentlich macht er auch Originalgeräusche, sonst muss ich immer Soundeffekte machen. Wartet. Im Rucksack. Hier, da. Oh nein, Baby geht schlecht. Vielleicht können wir das Baby auch mit dem Schallschraubenzieher irgendwie fixen. Ist ja ein Alien-Baby. Vielleicht klappt das. Naja, wahrscheinlich nicht. Was ist mit Baby? Will bestimmt mit Flasche gefüttert werden. Ja, ich stehe ja schon auf. Kein Problem. Komm mal hier, mein kleiner Künstler. Ja, wunderbar. Hier hast du Fläschchen. Und Mika denkt sich so nach dem Motto, ich gehe erstmal aufs Klo, natürlich. Gib mir die Chance, Baby, kein Thema. Oh, bist du ein kleiner Wonderprop. Ja. Oh Mann, ich freue mich so drauf, wenn das Add-on rauskommt. Das ist dann irgendwann im November, ne? Bis dahin können wir die Storyline mit Sally und Bera zu Ende führen. Und dann voll umsteigen auf das Chaos, was mit unseren Aliens hier ist. Ich muss auch nochmal angucken, wie hatten wir jetzt... Also Theo fand ich in seiner Alien-Version ziemlich cool. Bei Mio bin ich mir nicht sicher, wie mir seine Alien-Version gefallen will. Da müssen wir nochmal genau anschauen, was wir dann nochmal machen können. Okay, hier ist mehr der Hunger. Bevorherrschender Part. Am Wochenende könnten ja eigentlich alle zusammen essen. Dann seht mal zu, dass ihr ausgeschlafen seid. Schlafen bitte, dass Mikesh am nächsten Tag Essen kochen kann. Ja, dann lege ich mich mal hin, habe ich nicht gerade vorhin noch anders gelegen. Na, egal, ich lege mich erstmal hier rein. Gute Nacht, Schatz. Ja, bis das Baby uns wieder weg. So, nein, nicht den schnellen... Siehst du, jetzt musst du mal aufstehen. Windeln wechseln, füttern. Ah, die Brust nehmen können wir das, alles klar. Kosen, reden... Du kannst dich ja so lange mal hinsetzen, Thorsten. Ja gut, ich habe mich gerade drum gehört. Jetzt kannst du dich drum kümmern, kein Problem. Okay, schreit nicht mehr. Ich leg mich schon mal wieder hin, ne? Alles klar. Ich meine, die beiden können sich ja abwechseln, weil beide müssen jetzt nicht arbeiten dahingehend. Wieso ist das Baby so zufrieden mit der Gesamtsituation? Ja, du bist mein kleiner Engel, du bist mein kleiner Schatz, Balu, Bajibi. Süß. Es ist halt so, wenn jetzt zum Beispiel Thorsten richtig arbeiten muss oder so, sollte man vielleicht das Babybett auch in ein anderes Zimmer bringen und Babyphone anmachen oder sowas. Weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Zack. Ich
Ich finde das immer ziemlich krass, wenn irgendwie ein Part arbeiten muss und einer kümmert sich dann, und dann muss sich einer ums Baby kümmern und dann ist es irgendwie voll doof, wenn Baby ständig wach wird und dann beide wach macht eigentlich, wo sich dann nur einer drum kümmern muss, mal gucken. Ja, vielleicht machen wir das jetzt so, dass Mikesh hier schläft und wir das Baby auch da reinstellen und Mikesh kümmert sich dann da ums Baby, weil Mikesh, wie gesagt, arbeitet ja nicht. Der kann seinen Schlafrhythmus quasi ruinieren, in Anführungsstrichen, beziehungsweise könnte flexibel arbeiten. Moment, ich bin auch die flexible Person. Das soll heißen, wenn ich ein Kind hätte, müsste ich mich drum kümmern? Scheiße, ich muss einen Job suchen. Wo stellen wir das Baby denn mal hin? Da. Das ist doch eine schöne Ecke jetzt hier. Das finde ich jetzt gut. Baby ist immer noch unglücklich. Was können wir dann machen? Schmutzige, jetzt die Windeln wechseln. Jetzt ist die Windel plötzlich dreckig. Wieso war doch gerade eben noch nicht dreckig? Wir sind ein bisschen angurren, nachdem wir die Windeln gewechselt haben. So. Ja, dann hopp jetzt. Huch, gerade eben war da noch irgendeine andere Emotion. Ja, dann wechseln wir auch jetzt mal schnell deine Windeln, mein kleiner Wrat. Du süßes kleines Putzi, Betsy, Putzi, Puh. Ich glaube, das macht das irgendwie nicht so. Was kann man dann sonst noch machen? Kindersitter-Service engagieren? Nein. Bisschen liebkosen. Dann schlafen gehen. Und guck mal, Theo ist wach. Ich gehe jetzt was essen. Kinder können nichts zu essen machen, ne? Können nicht kochen oder sowas. Personal einstellen. Nee, du machst jetzt mal was anderes. Du bist jetzt... Guck mal, da ist noch ein Saft on the Rocks. Den gehst du jetzt aufräumen. Und die italienischen Fleischbällchen ebenfalls. Du gehst jetzt einfach mal aufräumen, um deinen Eltern ein bisschen Arbeit zu ersparen. Dann machst du jetzt noch deine Hausaufgaben. Und dann wartest du, bis Papa Mikesh... Naja gut, da wird nicht mehr geschlafen. Der kann gleich runtergehen und sich darum kümmern, was zu essen zu machen fürs Frühstück. Pfannkuchen. Alter, Pfannkuchen. Ich muss mal wieder... ich habe doch diese vegane Alternative zu Eiern gefunden. Die so eine Pflanzenstärke ist das, die man gut nutzen kann als Eiersatz. Und die soll wohl echt auch ziemlich gut sein. Ich müsste mal gucken, ob ich damit so Eierkuchen hinkriege dann. Guten Morgen, Papa, Mama, was auch immer, hallo. Ja, mein Kind, ist egal, wir sind alle verwirrt, wer wir wären. Ist auch egal, wie du mich nennst, Papa oder Mama oder Mampa. Ich wäre mit Papi und der andere ist Mutti. Das kannst du gerne so machen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du doch so Mutti nennst. Ich glaube, ich würde 3 Stunden lachen in der Ecke liegen. Ach, herrlich, stell an der Gedanke. So, es gibt leckere... Au, arisch... Au. Ey, Steis, verfehlt. Hat niemand gesehen? Ich hab gar nichts gesehen. Ja, sag ich doch. Ich mach meine Hausaufgaben. Jetzt schon um Samstagmorgen um 6 Uhr? Ja, ich hab Hunger und ich warte aufs Essen. Was soll ich denn sonst machen? Ja, ich weiß nicht, Fernsehgucken, in die Nase poppeln. Ja, wir Franzosen machen solche ekligen Sachen. War nur ein Witz, natürlich nicht. Kannst du gleich danach sauber machen? Und Thorsten ist auch fast wach. Dann kann der mal pullern gehen. Was mit Mio? Mio ist so... Keine Ahnung. Mio muss auch mal dringend pullern gehen. Dann gehst du jetzt mal pullern. Nicht transformieren, das brauchen wir noch. Tarnung entfernen. Heute ist Anti-Tarnungstag bei dir. Ich finde ihn ehrlich gesagt als Alien ziemlich cool. Ich finde ihn ehrlich gesagt als Alien wirklich ziemlich cool. Was ist denn jetzt hier mit deiner Alltagskleidung, mit dem coolen... Ja, ich mag ihn einfach als Alien. Ich finde, Mio sieht als Alien einfach cool aus. So, verwenden. Und dann kannst du dich auch drüben einladen zum Essen. So, wie geht es Theo? Ich hab Hunger! Ja, mein Liebling, die Sachen sind schon lecker fertig. Hier, schnapp dir rein, geriecht. Setze ich ihn und Isa ein bisschen. Ich gehe später erst darauf räumen. Jetzt natürlich erst mehr nicht. Okay, wir können danach uns auch ein Gericht nehmen. Das ist dann sinnvoller. Und Thorsten kann sich auch ein Gericht nehmen. Was willst du da machen? Nein, du sollst nicht das Gericht nehmen. Du sollst das Gericht nehmen. Setz mich hier drüben hin. Huch. Guten Morgen. Guten Morgen, Liebling. Ich bin mal mit dem Baby in die andere Zimmer rumgesorgen, ne? Ja, das ist lieb von dir, aber ich habe doch gerade frei. Ja, ich habe trotzdem gedacht, für später... Können wir die Hausaufgaben überhaupt wieder in unser Inventar packen? Wieso können wir die nicht in unser Inventar packen? Weil wir schon Hausaufgaben in unserem Inventar haben. Ich verstehe. Nee, jetzt können wir die wieder... Ich habe alles kaputt gemacht.
Guten Morgen, Familie. Ah, guten Morgen, Mio. Schön in deinem Standard-Alien-Aussehen. Erstaunlich. Warum setzt du dich an dieses dreckige Ding? Irgendwie stinkt das hier auch so ein bisschen. Wer hat denn hier nicht gewaschen? Kannst du das kurz säubern? Geht das kurz? Bist doch nicht so fertig, dass der ist. Du kannst es doch mal kurz säubern, oder? So. Ich wisch das mal gerade, ne? Wir können mal ein bisschen quatschen. Redet doch mal miteinander. Seid doch mal ich habe das Wort dann Deutsch dafür vergessen. Seid doch mal ein bisschen gesprächig, so. Du kannst das dann weiter essen. So, jetzt hier auch wieder alles cool und alles sauber und alles schön. Nom, nom, nom. Das Essen schmeckt très magnifique. Ich bin ein guter Koch. Ja, Liebling, hast du wunderschön gemacht. Ach, danke schön. Könnt ihr mal gucken, wie Amanda auf Mio reagiert, wenn er sich vielleicht so nach sich zu Hause jetzt einlädt? Dann könnt ihr erstmal eine glückliche SMS schicken, einfach so. Hey Mann, jetzt der ganze Müll hier wieder weg. Freue mich voll. Papa, darf ich heute Bücher lesen gehen in der Bibliothek? Natürlich darfst du das. Ah, schön, raus ist nämlich gutes Wetter. Weißt du, Liebling, was mich noch glücklicher machen würde, wenn du meinen Akzent annehmen würdest? Was, ich soll so sprechen, als wäre ich eine französische Alien? Warum nicht? Oh Gott, Theo mit französischem Akzent, voll süß. Das ist voll nicht süß, ich klinge damit voll männlich. La la la, ich bin ein französisches Alien. Sind nicht alle Franzosen irgendwie Aliens? Wie ich erstmal so, Herr Bebe hat mich völlig fertig gemacht, ich muss mich hinlegen. Mama? Ja? Ich habe gedacht, ich mache heute mit Amanda einen drauf, ist das okay? Das ist ja nicht Familientag. Oh, du hast das schön sauber gemacht. Musst du mir mal näher angucken. So, jetzt gehe ich wieder. Okay, alles gut. Dann erstmal eine SMS schicken. Amanda, hallo, wie geht's dir? Guten Morgen, bist schon wach? Alles cool, alles fit, alles fein? So. Oh nein, sie antwortet. Sie antwortet ja. Du hast recht, Mio. Heute ist ein toller Tag. Ziehen wir los und amüsieren wir uns. Oh, schön, sie hat geantwortet, voll gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen die beiden in den Magnolienblütenpark und wir sehen uns das nächste Mal, wenn die beiden im Magnolienblütenpark ihren herumflanieren und ihren romantischen Interkursionen nachgehen, falls das klappt, falls nicht wirklich tatsächlich Dinge, ihr wisst schon, also da Sachen zwischen ihnen stehen. Dun, 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 dun. Aber die fixen wir wieder. Nein, nicht damit. Okay, danke fürs Zuschauen, Leute, danke für eure coolen Kommentare immer zu Sims. Ich liebe die Stories, ich liebe die Ideen, ich liebe das Shipping von euch, all das, die Fanarts. Das ist der Hammer, was da mal auf Twitter alles durchläuft. Das ist mega geil. Danke dafür. Danke für eure Bewertungen. Wenn euch der Part gefallen hat, wie gesagt, immer einen Daumen nach oben lassen. Einen Daumen nach oben. Soll man mich loben? Finde ich gut. Freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssing.